Wenn alle Tiere die Größe eines Elefanten hätten, welches wäre das gruseligste? Eine Spinne? Irgendwie so eine Wespe oder so ein Scheiß? Ich glaube, jedes fucking Insekt wäre am unheimlichsten. Was lustig war, eine Kollegin meinte, ein Blauwal wäre dann einfach nicht mehr unheimlich. Ja, das wäre dann voll das adäquate Haustier für so einen Gartenteich. Könnte man sich einfach dann zu Hause halten. Oder so ein Hundewelpe, der so groß ist wie ein Elefant. Das wäre dann auch wieder süß. Ja, der würde alles kaputt machen. Wäre es schon ein bisschen gruselig wieder. Ich hab direkt gesagt Igel. Ah! Ja. Und dann würden dann immer so Zacken raus. Also den würde dann auch keiner mehr so aus dem Garten, oh, wir haben Igel gefunden, wir überwintern den bei uns im Schuhkarton, in der Garage. Wie groß einfach diese Igel... Ach nee, die haben ja gar keine Haufen. Okay, lassen wir das. Der arme Igel, wenn der Maulwurf sein müsste, ja, mit der Erde. Fuck, Leute. Und dann ernsthaft, das ist mein Ding einfach, kann ich sehen.